Hallo und herzlich willkommen hier in einem neuen Part von Schiff 2. Dieser wurde sich gewünscht von einem lieben Abonnenten, der hoffentlich mir auch einen schönen Daumen und Kommentar da lässt. Schöne Grüße an diese Seite. Wir haben hier kurz vor dem Deutschlandspiel gegen Brasilien, habe ich mich hier nochmal rangewagt und will nochmal ein paar Runden drehen. Und die Einstellung will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da waren ja auch so ein paar Fragen gekommen. Also, wie ihr seht, hier so ein bisschen alles 50, 6 und wie auch immer. Warte mal, K, ach ne, J und so ein bisschen 0, 4, 5 und wie auch immer. Drückt einfach Pause, wenn ich das zu schnell zoome. Das passt schon. Gameplay, ich habe mal wieder auch leicht gestellt, weil ich schon 3 Wochen bestimmt nicht gefahren habe. Boah. Handling einfach und das lassen wir mal so. Traktionskontrolle auf niedrig, Stabilisationskontrolle, Schaden optisch, Ideallinie und lassen wir so. Wir drücken auf Speichern, okay. Und wir beginnen natürlich gleich mal unsere Karriere. Haben wir Driften. Ja, habe ich mich mal kurz rangewagt, aber das ist so scheiße. Sagen, wir fahren hier den Retro Cup. Nee, zurück. Ich möchte das da. Retro Liga Europa. Das hört sich doch perfekt für uns an. Wir wählen das Alpental in Österreich. Wir werden mit einem Mercedes ins Rennen gehen, den 190e Evolutioner. Und weiter geht's. Hoffentlich stürzt das Spiel nicht ab. Das hatte ich nämlich eben schon 2-mal gehabt. Diese Kurven werden schnell und mit Schwung gefahren. Achte auf die Linkskurve nach der Bergaufpassage. Der Scheitelpunkt ist erst zu sehen, wenn du schon fast oben bist. Deswegen fehlt auch dieses kleine Intro-Video. Schade aber auch. Grünes Licht, viel Körper, pass auf dich auf, Mann! Wir haben eine gute Stadt erwischt und schummeln uns gleich wieder durch. Oh, da ist er ja noch! Die Sau wollte sich hier vorbeischleichen. Nein, da kriegen wir ein, zwei mit. Ah! Was ist da denn los gewesen? Oh, da ist er noch hin. Das sind ja wieder harte Zweikämpfe hier. Ich muss jetzt mal ein bisschen einfahren. Ich war nämlich jetzt ein bisschen auf Grid Autosport auf. Ist das hier so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Let's play. Aber ich tue natürlich was für meine Abonnenten und will natürlich die dieses Spiel mögen und sehen wollen. Dafür mache ich natürlich auch hier so eine kleine Ausnahme und lasse den Autosport ein bisschen links liegen, obwohl das ein bisschen neuer ist. Aua, was war das denn? Also, wenn ihr was wünscht, was ich mal wieder Let's Playen könnte, einfach mal einen Kommentar da lassen, anschreiben. Ich schaue dann, was man tun kann, wie die Zeit läuft, einrichten lässt. Geht das wohl klar? Oh nein, da haben wir die Kurve total scheiße angefahren. Oh, geiler Mercedes, ey. Das Tacho erinnert mich so ein bisschen an den Sprinter, den ich mal damals hatte. Den alten. Vor 5, 6 Jahren. Jahre ist bestimmt von mir. Oh, und wir bremsen uns wieder rein. Hier die schöne Kurve. Über den Curb. Kurve macht zu. Hier sind wir schön innen. Wir hier raus beschleunigt. Ah, shit. Oh. Da haut sie fast weg.
Ein Wunder, dass die Fenster oben stehen dürfen. Hier stimmt alles VIPs. Eine Fahrreihe ist aber Runde haben wir auch. Super! Jetzt müssen wir nochmal die letzten Kurve richtig sauber fahren. Oh nein, da haben wir sie auch verkackt, wa? Ah, ärgerlich. Aber wir haben uns einen Vorsprung rausgefahren. Dann schauen wir mal, vielleicht werden wir uns doch wieder nachher auf Mittel bzw. schwer die Gegner bringen. Aber... Oh nein, die Kinder kommen schon wieder nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr üben. Oh, da haben wir schon geschafft. Ja. Wir haben gewonnen. Saubere Leistung, sagt er. Boah, geil. So sieht der Junge also aus. Der Busche. Und wir kriegen unsere 4.500. Sauber. Ich würde sagen, wir schauen einmal schnell in die Aufnahme rein. Wie der Start so war. Ja, da ziehen wir ab. Links, rechts vorbei. Ah, da war eben der Junge und wir schieben ihn aufs Gras. Entschuldigung. Und da fliegen die Fetzen. Und da war unser Fehler. Da war unser Fehler. Au, 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 au. Da haben wir einen großen Fehler gemacht. Alarmbremsen schalten. Der hat sogar Mercedes-Stern. Wow. Ah ne. Wir gehen zurück ins Video und wollen weiterfahren. Ah, das fing ja schon mal gut an. Das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Was muss ich jetzt drücken? Erster. Oder? Muss ich jetzt K drücken? 3 Runden. Abschnitt 1. 3 Durchgänge. Ich weiß es nicht. Ach nee, das haben wir geschafft. Ach so. Gesamtziel. Ich weiß. Dann fahren wir. Fahren wir da. Tief durchatmen, konzentrieren, mach dich bereit, du kannst das Ding gewinnen. Das können wir. Oh, schön die Flammen in Grillwürstchen rausholen und auf geht's. Da ist das grüne Licht, los, los, los. Und da käsen wir nach vorne. Und wir versuchen wieder das Beste rauszuholen. Ich mal versuchen gleich mal die Schwierigkeit mal wieder nach oben zu stellen. Oh nein, da kommt er zu weit raus. Oh, oh, da kriegen wir jetzt einen Schlag. Haben wir hier. Ah. Genau, so soll es sein. Wir haben, oh, schon gut abgehängt. Jetzt geht's hier nach rechts hinein, wo man nicht eingehen kann. Aber zum Glück haben wir unten links die Karte, wo man ein bisschen spekulieren kann, wo man vorschauen kann. Und wie gut sind die Bremsen? Oh, oh, ich sehe die Mauer auf uns gekommen. Aber alles... Da fahren wir wieder über die Wiese. Es läuft aber wieder. Und wieder hier lang. Alles ganz chillig und easy. Oh nein, wir sind aber wieder auf der Wiese. Oh nein, jetzt haben wir den falschen Winkel. Und kommen auf die schmutzige Seite. Dann kann der Gegner wieder aufholen.
wir liegen noch gut vorne. Also das Spiel bringt so einigermaßen Laune. Oh nein, da kommen wir wieder raus. Besonders das Cockpit gefällt. Wie schon mal gesagt, ich spiele ja auch nebenbei Grid Auto Sport und da ist das Cockpit. Da gibt es zwar jetzt eine Cockpit an sich, aber die ist so ein bisschen unscharf gezeichnet. Ja, ich weiß nicht, die gefällt mir überhaupt nicht. Leicht Griff, ne? Sauber, der Junge. Ja, und runterbremsen. Da waren wir zu früh auf die Gasse und kommen wieder sehr weit raus. Aber das bringt Laune. Sound ist zwar vielleicht nicht so ganz der Beste, aber das schockt schon. Bringt auf jeden Fall Laune. Oh, was für Vorsprung haben wir denn da? Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Wuhu! Oh nein, ja. Jetzt hier. Ah, der erste Gang, der war falsch. Aber wir haben hier nochmal eine Topzeit erreicht, oder wie? Ach, und? Wahnsinnig gut gefahren, Mann. Echt gut. Bestens. Und da glühen die Bremsscheiben. Bis zum Abwinken. Eventziele. Wie auch immer. Weiter. Das läuft doch. Na, dann nehmen wir das nächste nochmal mit. Dann sollten wir doch auf die gewünschte Zeit. Heute fahren wir auf Barcelona National. Achte auf deine Geschwindigkeit auf dem Bergabschnitt zur Schikane bei Kurve 9. Wenn du die genommen hast, gib Vollgas. Ah, nicht viel da. Erster Gang und Feuer frei. Grünes Licht, viel Glück und pass auf dich auf, Mann. Ja, wir kommen weg. Ah, los. Wir ziehen vorbei. Ja, super sein. Ich muss noch mal ein paar saubere Vektoren wieder fahren. Ich bremse mal vor uns an. Und wieder Feuer. Da wird man es rubbeln. Ja, so. Oh, nein, da kommen wir falsch rein. Ach, hier müssen wir hier ganz rechts anfahren und dann hier schön einlenken. Ah, erster Gang. Scheiße, erster Gang, Mann. Sind wir schon wieder so langsam. Oh nein! Neu starten, Wiederholung. Da hat's uns weggeraucht. Und da waren wir zu schnell, da schauen wir mal eben. Ah, auf dem Curb und da hat es uns gedreht. Ah, ja, ich würde sagen, das versuchen wir in der nächsten Aufnahme doch nochmal richtig. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wir sehen uns, wenn es heißt hier Let's Play Shift 2.
Und denn aber richtig. Bis denn, euer Jens. Tschüss.